So, wir schauen jetzt einmal. Die Ja. Schwierigkeit ist, wenn du reagierst, was ich immer wieder wiederhole, die ganzen Vorwürfe, die du anvorwirfst. Es ist eine Figur in deinem Traum. Es ist so unendlich tiefgehend, wenn du einmal verstanden hast, was das bedeutet, ich träume jetzt. Und jetzt muss ich natürlich wissen, als träumender Geist bin ich weder die Figur, die ich zu sein glaube im Traum, aus derer Ego-Perspektive ich alles wahrnehme. Es ändert sich ja immer nur meine Informationen, da ich mich immer noch verwechsel mit einer Figur in meinem Traum, ist praktisch diese Figur im Traum der Mittelpunkt und dein Körper ist eine ständig wechselnde Information, die dich einhüllt, von der du definitiv bloß eine von 16 Seiten siehst. Du merkst beim Reden der Figuren, Figuren, die sehr starke Ego-Filter haben, kriegen das nicht mit. Das heißt, die 16 Seiten klingen jetzt sehr verwirrend, aber man kann das schön, ich bleibe bei der Tasse, ich zähle die jetzt nicht nochmal auf, aber was jetzt ganz wichtig ist, das Erste, was dir klar sein soll, du hast immer eine Vorstellung. Das ist jetzt was, ob du dir was sinnlich wahrgenommen vorstellst, ich sage, wenn es auf der VR-Brille ist, oder ob du dir das bloß denkst, das ist etwas Ausgedachtes, eine Vorstellung und zu dem, was du vor dich hinstellst, gehört ein hinter dir. Bleib einfach einmal und schau vor dich in den Raum rein. Und dann wirst du feststellen, du weißt jetzt automatisch, was hinter dir ist. Das ist aber in dem Moment feinstofflich. Es ist eine feinstoffliche Vorstellung von dem, was angeblich hinter dir ist, was aber, weil es feinstofflich ist, in dir drin ist. Dann hast du ein Rechts von dir und wenn du nach rechts schaust, fällt dir das links und wenn du nach links schaust, fällt dir das rechts. Wenn du nach oben schaust, fällt dir das unten. Wenn man das jetzt durchspielt, es geht nur, dass du das Prinzip verstehst. Und dann habe ich gesagt, wenn du acht hast, sind nochmal acht da. Es ist nämlich, da kommt dann auch dazu, sehe ich das jetzt oder denke ich mir, ein anderer sieht es? Und was jetzt ist von innen und von außen, ich mache nochmal, solange du glaubst, dass Signale von außen kommen, ob das das Internetsignal ist, ob das die Lichtwellen oder die Schallwellen sind, die von außen kommen, nein, die entstehen in dir und du denkst dir die aus. Dann kriegst du die 16 Seiten. Und die sind immer gleichzeitig und du kannst dir bewusst machen, auf was du dich jetzt fokussierst. Ich kann jetzt an meine Brille denken und an die Inge-Brille denken. Ich kann sogar an die Brille von dem denken, der jetzt hier vor dem Computer sitzt, wenn der eine Brille aufhaben sollte. Und glaubt nicht die Inge oder nicht der Udo zu sein. Es ist aber immer ein allereinziger Geist, der das wahrnimmt. Da gehe ich jetzt nicht mehr genauer drauf ein. Was viel wichtiger ist, und wir gehen jetzt ganz, ganz einfach zu dem Chat. In dem Moment, wo du in den Chat reingehst, und du rechtfertigst dich oder du wirfst was vor. Es ist ganz simpel. Wenn du wirklich verstanden hast, nicht nur logisch begriffen hast, dass du jetzt träumst, musst du wissen, dass jeder Moment jetzt entsteht. Die Sache, du hast, solange du Probleme hast, ich meine jetzt Problem im normalen Sinn dieses Wortes, weil alles, was du siehst und was in dir auftaucht, ist dein Problem. Es ist etwas Vorgelegtes. Ich sage nochmal, ich gebe Neugier spazieren, also ich schaue mal da oben auf dem Schulhaus die Uhr an. Schau dir die Uhr an, sage ich, jetzt hast du ein Problem. Wieso habe ich jetzt ein Problem? Weil die Uhr dein Problem ist. Das ist was Vorgelegtes, sobald du die anschaust. Wenn man das Wort neutral betrachtet. Okay, das heißt, in dem Moment, wo du noch mit dem Ego arbeitest, wird ständig, wenn du dich beobachtest, ohne dich einzumischen, wirst du dich ständig rechtfertigen und dein Ego wird dir alles noch erklären. Und das ist ein klares Zeichen, dass du die 200 Gramm rote Knete, diese Metapher nicht verstanden hast. Da musst du dann nicht mit irgendwas mitleiden, das in dem Moment zu dir zu existieren beginnt, egal auf welchen Reizauslöser du jetzt reagierst, ob das ein Artikel ist in einer Zeitung. Sobald du das anschaust, entstehen eigentlich nur Worte in dir. Wir machen das einmal ganz, ganz einfach, dass ich jetzt hier definitiv sage, in dem Moment, wo ich jetzt auf eine Zeitung schaue, entstehen diese Worte jetzt. Das sind einfach nur Schriftzeichen. Und es ist halt sehr, sehr zwanghaft und sehr, sehr trügerisch, dass ich permanent jetzt ganz subjektiv aus diesen Worten Vorstellungen generiere. Ich tue jetzt mal den Bildschirm schnell übertragen, Inge. Wir lassen jetzt ganz einfach einmal hier checken. Okay? Das ist jetzt einer von Tausenden von Chats, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Sobald du da reinschaust, wirst du nämlich feststellen, da siehst du jetzt, das ist eine Internetadresse, du wirst wissen, das ist ein Link, wenn ich draufdrücke, das siehst du schon an dem Anfang und das kommt vom Rainer. Ich muss den Rainer gar nicht kennen, aber wie tief ist in dir noch drin, dass das der Rainer reinstellt?
Dann kommt was von der Hani. Der Witz ist, angenommen, das wäre jetzt Spanisch oder Portugiesisch geschrieben, dann Ja. siehst du, dann bist du ganz bewusst, dann kommt natürlich die Logik, die sagt, ich kann das nicht lesen. Und du wirst immer wieder merken, dass die Leute reagieren. Du wirst Figuren von dir etwas vorhängen. Und ich sage immer wieder, jede Figur, die in deinem Traum auftaucht, entsteht in dem Moment, wo du die denkst. Und sie wird genauso sein, wie du das denkst. Und jetzt kommt Ja. ein kleiner Trick an dem ganzen Spiel, kommt jetzt ein ganz wichtiger kleiner Trick. Da du ja alle Rollen spielst als Geist, immer dran denken, der erhobene Geist, der vorm Bücherregal steht, kommt erst in eine Traumwelt, sobald er sich auf eins dieser Bücher fokussiert. Und sobald er sich auf die Bücher fokussiert, ist immer noch nichts da. Er muss sich auf der Seite fokussieren und dann sage ich, wenn er auf der Seite 10 steckt, dann glaubt er, er ist der 10-Jährige und auf der Seite 30 glaubt er, er ist die Hauptrolle der 30-Jährige in diesem Buch. Aber derselbe Geist liest auch die anderen Bücher. Das heißt, alles, was du prinzipiell zu sein glauben kannst in der Personifizierung, je nachdem, welchen Charakter, welches personifizierte Leben du zurzeit durchlebst, das bist immer du. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Trick. Es bist immer hinter der Maske, bist immer du. Du vergisst es nur, sobald du eine Maske aufsetzt. Und dann kommst du auch in die Werdung. Das heißt, alles, was du an anderen vorwirfst, wirfst du dir selber vor, weil wir ja wissen, wenn du dich erhoben hast, dass all diese Momente, die prinzipiell auftauchen können, im Bücherregal jetzt sind. So wie die Worte alle jetzt sind. Jetzt wird es ganz spaßig. Jetzt wirst du nämlich erkennen, dass jede Figur, die in dir auftaucht, das Spiegelbild von dir selber ist. Und zwar, pass auf, jetzt wird es ganz interessant. Sobald du jemandem etwas vorwirfst, ich habe mehrere Male gesagt, wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Das heißt, alles, was du irgendeiner Figur vorwirfst, wirfst du dir selber vor, weil diese Figur, wenn ich die in dir auftauchen lasse und diese Situation in dir auftauchen lasse, ist nur ein Spiegelbild von dir selbst. Jetzt erinnere dich unser altes Beispiel, wo ich dir gesagt habe, beim Golfspielen mit den Golfpros. Das ist auch gut, mittlerweile macht man Videoanalyse, aber wie es das noch nicht gegeben hat, weil du siehst dich selber nicht, du siehst die Marotten nicht. Das ist wirklich ein blinder Fleck, den du hast. Das, jeder Rechthaber kriegt überhaupt nicht mit, was er für einen blinden Fleck hat. Ich zapp heute Morgen zum Beispiel ganz kurz rein, kommt in meinem ersten Programm ARD Extra 3. Das ist so wie die Heute Show Plus vom ARD. So, eine politische Sendung, so wie Heute Show Plus von der ARD, der Typ, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der tritt übrigens in der Heute Show auch öfters auf. Und dann kommt er hier, das ist die Sache mit Hanau, und er sagt, das ist eigentlich sehr schwer, wenn man heute an diesem Tag, wo das Schlimme passiert ist, eine lustige Comedian-Sendung machen soll. Und dann hat er zuerst ernste Worte gesprochen. Ich habe mir die Sendung nicht angeschaut, aber die ernsten Worte sprangen. Und dann fängt er wieder voll an hier, was da passiert ist, dass wir das einfach nicht zulassen können, dass sich dieser Rechtsradikalismus durchsetzt und so weiter und so fort. Der Typ ist so unendlich einseitig, weil der Feindbilder. Was jetzt natürlich noch das Spaßige ist in dieser Hanau-Geschichte, dass der das gemacht hat, den wir jetzt uns nur ausdenken, weil wir es in der Zeitung gehört haben, weil wir das in unserem Kopf verwirklichen, weil wir nicht loslassen können, irgendetwas, was du vom Hörensagen kennst, wo deine Logik resoniert, zu verwirklichen. Egal was es ist, ob das die Hitler-Grieche sind, ob das der Cäsar ist, darum bringe ich immer wieder das grüne Maßmännchen und den Osterhasen. Wo liegt der Unterschied, ob du eine Märchengeschichte lesen tust, oder ob du eine Tageszeitung oder ein Geschichtsbuch liest? Es ist als Reizauslöser ein Fetzen Papier mit Worten drauf. Du machst aus den Worten ganz subjektive Vorstellungen, auch von denen, die angeblich das in den Chat reingestellt haben. Und die werden so sein, wie du sie dir denkst. Und was jetzt? Die Spiegelung. Jetzt erinnere dich, in einem der Selbstgespräche habe ich darauf hingewiesen, wenn du jetzt ganz normal spazieren gehst. Das sind Beispiele, die sind so unendlich tief. Ich sage jetzt, die Masse meiner Geistesfunken sind nicht in der Lage, aufgrund ihres noch sehr trügerischen Programms die Tiefe dieser Beispiele zu verstehen. Wo ich sage, du kannst alles hundertprozentig überprüfen. Laufe neutral durch die Stadt, durch die Innenstadt, ohne irgendjemanden anzuschauen, du bist im Gedanken, was kaufe ich jetzt noch ein, und du läufst einfach und dann laufen ein ganzer Haufen Menschen an dir vorbei, wie in einem Videospiel.
Und du wirst feststellen, die Masse sind Spiegelbilder, die, wenn du die jetzt nicht kennst persönlich, es sind Spiegelbilder von dir selber, die werden genauso stoisch, neutral an dir vorbeilaufen, so wenig wie du auf die reagierst, reagieren die auf dich. Sehr mal bewusst aus dem Blickwinkel, ohne dass man das merkt, die anschauen. Aus dem Blickwinkel heraus. Und dann mach Folgendes, dass du einfach so, wenn einer 10 Meter noch von dir weg ist, schau ihn ganz bewusst ins Gesicht und lächle ihn an. Und du wirst feststellen, ich sage mal so 80, 90%, je nachdem, wo du rumläufst, hängt sehr davon ab, wo du rumläufst. Der Holger zum Beispiel hier, ich mache mal Weißenburg, er sagt, das Weißenburg ist für ihn ein einziges Rätsel. Er kommt ja Wolfsburg, Braunschweig, da ist nur Egoismus. Ich sage, stellen die vorn vor die Post hin, obwohl man nicht parken darf. Jeder sagt, ich. In Weißenburg, wir müssen jetzt halten, weil hier die Müllmänner, er sagt, so was hat er noch nie gesehen. Da waren ein paar Mülltonnen mehr, da ist der Fahrer mit ausgestiegen und hat seinen Kollegen geholfen. Er sagt, so was hat er noch gar noch nicht gesehen, aber jetzt kommt der Hammer, dass die schneller fertig waren, obwohl wir wirklich bloß vielleicht 30 Sekunden gestanden sind, welcher den Müllauto. Und wie mir dann wieder hin draufsteigt, der Holger hat das Fenster offen, entschuldigt, der ist doch noch weiter. Holger 30 Minuten stehen lassen, dass das 30 Sekunden, Entschuldigung, kann Minuten 30 Sekunden gedauert hat, hat sich der Müllfahrer bei ihm hinterm Vorbeifahren beim offenen Fenster noch entschuldigt, dass er halten hat müssen, welcher ihn. Er sagt, was wird es bei uns überhaupt nicht gehen, wo er herkommt? Und ihm fällt auf, auch die Freundlichkeit der Autofahrer, das kennt er überhaupt nicht, das ist wie in einer anderen Welt. Ich sage mal, die Welt, die anders ist, ist nicht Weißenburg, das kann auch eine total arschige Welt sein. Die Welt kommt aus denen, der sich's ausdenkt. Die Welt fängt sich an zu spiegeln, wenn du anfängst, dich zu verändern. Das ist ein göttliches Versprechen. Du hast es in der Hand als Einziger. Du lächelst welche an und ich sage dir, 80, 90% lächeln zurück, obwohl sie dich nicht kennen. Und der Rest, wo ich ein paar Mal gesagt habe, wenn du genau aufpasst, die sind sehr unterschiedliche. Manche reagieren gar nicht. Aber die meisten merken, dass du sie anlächelst und da merkst du in der Physiognomie, dass die sogar noch mehr zumachen. Und jetzt ist es auch so, dass in dem Moment, wo du dich über einen aufregst, musst du wissen, dass sollte es den jetzt geben als Person, als gelebte Person, der Einzige, der diese Rolle spielen kann, bist du. Wenn du weißt, was du bist. Jetzt sind wir wieder, jetzt gehe ich zu unserem Golfplatz, dass wenn du Fehler machst, du lernst definitiv am meisten von denen, die wo was falsch machen. Weil die dir vormachen, wie man es nicht macht, die es richtig machen, kriegst du gar nicht mit. Außer jetzt natürlich beim Golfspielen, wenn er einen wunderschönen Schwung macht oder so. Oder ich sage immer bei der Heidi Klum, wenn die danach, wenn die so komisch laufen, weil du hast da einen blinden Fleck, du merkst es nicht. Und darum ist es das Wichtige, dass alles, was du jetzt anderen vorwirfst, wirfst du dir selbst vor. Wunderschönes Beispiel, die große Weisheit Show Dschungelbuch. Da hat es also eine Dunkelhaarige gegeben, ich weiß jetzt nicht, wie sie geheißen hat, Namen ist nicht, weil es ist merkenswürdig. Und die hat sich reingesteigert. Und die hat dann immer gesagt, wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist die Fairness? Und dann hat sie geschimpft, weil die alle über die anderen herhetzen. Die hat in einem fort über die anderen hergehetzt und mit denen will ich nichts zu tun haben. Solche Menschen, was sind das für Menschen? Und die hat sich reingesteigert ohne Ende, weil die bloß lästern und herhetzen. Was hat sie gemacht? Verstehst du, was ich meine? Was macht sie? Sie lästert in einem fort über andere. Und dann kommt, sobald du was ansprichst, kommt dann sofort die Verteidigungsposition, die Rechtfertigung. Diese Maschine in dir drin, dieses Wertesystem, das sollst du dir nur bewusst machen. Und ich betone immer wieder, du hast an deiner Rolle nichts zu verändern. Die meinen immer, die sind so weit und ob jetzt Aufhören wichtig ist oder nicht wichtig ist. Das Einzige, was wichtig ist, ist jeder Moment, der jetzt in dir auftaucht, wenn du bewusst beobachtest, wie du darauf reagierst. Immer und immer wieder wie eine Maschine, unverbesserlich. Dann rechtfertigst du dich, dann gehst du wieder aus dem Chat raus, dann gehen wieder eine rein. Das ist vollkommenes Unbewusstsein. Ich sage, du musst doch nicht reagieren, lass es doch einfach laufen. Ich sage, du kannst auch ganz still und einfach, ich sage, ohne groß den Chat zu verlassen, klick doch einfach nochmal drauf. Es ist ein ständiges Nicht-Haben-Wollen. Darum habe ich am Anfang angesprochen, hier, wir müssen jetzt endlich gegen rechts sein, das kann doch nicht sein. Ist das Demokratie? Was die noch gar nicht begriffen haben, dass die dieses Rechts, wenn du rechtsfeindlich bist, rechts ist richtig, links ist link, ist umgedreht. Die Linken sind zurzeit die Bösen und die Falschen. Die Rechten sind natürlich auch
böse. Aber wir haben ja bei den Rechten Rechte und Linke. Nur bei einer Rechtswelt, es ist nur diese absolut einseitige Ausländerfeindlichkeit und Faschismus. Ich sag dir jetzt, machst du Umfragen unter AfD-Wählern, dass mit Sicherheit 90% absolut nichts gegen Ausländer haben, wenn sie integriert sind und sich an unsere Gesetze halten und unsere Moralvorstellungen in Deutschland halten. Ich sage immer wieder, die Ausländer, die ich kenne, ob das mein Gemüsehändler ist, der Türke, sind so liebenswerte, nette Menschen. Und die leben seit vielen Jahren in Deutschland. Und ich sage dir, 90% von angeblich Rechtswählern, AfD-Wählern haben gegen diese Ausländer absolut überhaupt nichts. Auch nicht gegen neue, die gekommen sind, die sich integrieren und sich in den Arsch aufreißen. Da haben die sogar Respekt davor. Die reiten nur auf diesen 10% von Nordigern rum. Aber da gibt es bei den Linken, die alles Mögliche gehen, bloß nach Hamburg, wenn sie wieder Stadtteil zerlegen, die Ultralinken. Diese einseitigen Fokussierungen, immer wieder nur Einseitigkeiten, Facetten aus einem Pool raus, wo man sagt, rechts und links. Wir müssen gegen rechts sein. Was natürlich das Schöne ist, jetzt in diesen Führerscheinprüfungsbogenfehler Hanau-Geschichte, dass du dir die Mühe machen musst, du musst den Typen, der das gemacht hat, dass der in seinen ganzen Briefen überhaupt nicht erwähnt, irgendwie, dass er bei der AfD ist oder rechtsgesinnt ist. Das ist ein typischer Psycho gewesen. Mit Verschwörungstheorien, Fantasien und so weiter und so fort, die aber überhaupt nichts haben mit AfD oder mit Rechtsradikalen. Ich spreche jetzt übrigens nicht für die AfD oder für die Rechtsradikalen. Meine Meinung zu politischen Parteien, prinzipiell meine Meinung zu irgendwelchen Gruppen, die meinen, die wüssten mehr wie die anderen. Ob das politische, ob das religiöse Gruppen sind, es spielt überhaupt keine Rolle. Es sind alles Faschisten. Das Wort Faschismus wird so einseitig genommen wie das Wort Nazi. Das habe ich so oft erwähnt. Ein Nazi ist schlichtweg und einfach einer, der stolz ist auf seine Nation. Und ich sage, jedes Volk ist was Besonderes. Denk wieder an meine Sinnesorgane. Mim für Völker, einfach Spezialisierungen in der Menschheitsgeschichte. Können wir auch Religionen dasselbe machen. Und jeder kann ein Nazi, er kann stolz auf sein Geburtsrecht sein, er kann stolz sein, dass er zum Hörenvolk oder zum Sehenvolk gehört. Er soll sich aber nicht einreden, dass er wüsste, was die ganzheitliche Heiligkeit ist. Die fehlt ihm, das kannst du erst von der höheren Ebene erkennen. Und schon, wenn sich einer politisch engagiert, ist er einseitig erfahren, dann ist er ein Faschist. Das Wort Faschismus ist einfach nur ein Bund. Er lebt in einem Bund, ob ich das Bund nenne oder Partei nenne oder Gruppierung, Sekte nenne oder Religionsströmung nenne, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann kann ich tausendmal sagen, alle, die sich in so einer Sektion befinden, lehnen zuerst einmal die bekämpfen Feindbilder. Alle bekämpfen Feindbilder. Sobald du in einer Gruppe bist, bekämpfst du irgendwelche andere Gruppen oder Ideologien. Geistlosigkeit hoch 25. Die Figuren in einem Traum sind sowieso bloß Zombies, Protagonisten. Figuren in einem Traum, vergängliche Erscheinungen. Enosch, ganz einfach, ich kann die auch Metim nennen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du bist nicht bereit, diesen Glauben aufzugeben, wenn du dieses Spiel weiter mitspielst. Und ich sage wieder, ich rede jetzt mit dir, Geist, der du diese Stimme jetzt hörst. Das ist der Einzige, der mich interessiert. Was steigerst du dich immer wieder ein in diesen Erklärungsmodellen? Ich kann so viele Sachen immer wieder rechtfertigen. Ja, aber ich habe doch und ich weiß doch. Aber ich sage jetzt mit den Drogen. Es spielt überhaupt keine Rolle, auch Drogenerfahrung. Da war ja heute Morgen noch so schön drin, dass manche gesagt haben, ich habe Hasch probiert, der Düdi probiert, das hat bei mir nicht geholfen. Ich sage, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn du da komplett freigeschalten bist, dass du wirklich weißt, dass du nur deinen Glauben verwirklichst. Wie oft habe ich schon gesagt, wenn auf deinem Programm drauf ist, dass Pfifferlinge und Steinpilze hochgiftig sind, dann wirst du dran sterben, wenn du ein Pfifferling oder ein Steinpilz isst. Und wenn in deinem Glauben drauf ist, dass Gnollenblätterpilze und Fliegenpilze hochköstlich sind, vielleicht sogar heilende Wirkung haben, dann wird es genau passieren, wenn du das in deinem kollektiven Glauben drauf hast. Dasselbe gilt auch für alle Rauschmittel. Dasselbe gilt für die physikalischen Gesetze deiner Traumwelt. Dass du nicht übers Wasser laufen kannst, ist der kollektive Glaube in dir. Du könntest übers Wasser laufen, wenn du einen anderen Glauben hättest. Immer dran denken, ich sage, wenn du deine Welt verändern willst, alle wollen immer nur die Dinge in der Welt verändern. Du kannst es verändern, du musst aber wissen, dass das eigentlich die Ursache für diese Erscheinungen eine Datei ist mit einem Programm. Und du musst das Programm
Farben verändern. Dann wird sich diese virtuelle Welt auf deiner Farbbrille verändern, sogar die Naturgesetze. Dann kannst du Ja. sogar den Körper anders aufbauen, mit 3 Herzen und 5 Lungen, wie du das willst, mit 5 Augen, was du haben willst, so wie man das in der Fantasy macht, in Science-Fiction-Filmen, wenn man Außerirdische kreiert. Aber Jetzt bist du eingefroren, Udo. Ich höre auch nichts mehr. Ja. so, jetzt kann es sein, dass es wieder geht. Ja, jetzt höre ich dich und sehe dich Bin ich und wieder da? ja, Jetzt hörst du geht's mich? was? Geht's wieder? Ja, ich höre dich und du bist wieder in Bewegung. Alles klar, jetzt bist du. Du mach mal schnell deine Kamera aus und schalte sie bitte wieder ein. Die Kamera ausmachen und Du einschalten. deine Kamera unten einmal ausklicken und wieder einschalten, bitte. So, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt habe ich eine schlechtere Leitung, weil meine Leitung abgerissen ist, aber das spielt keine Rolle. Es läuft jetzt wieder soweit. Soll ich noch mal ausmachen? Nee, passt, ist alles okay. Sag mal, Ich du hoffe, hast das doch ist einen neuen soweit. Computer. Wieso geht es wieder weiter? Das hat nichts mit dem Computer zu tun, der geht super, sondern meine Internetleitung ist es. Ah, okay, gut. Aber alles ist gut. Ich habe jetzt andere eingeschaltet. Ist aber nicht so schnell, da wird die Qualität ein wenig schlechter sein, aber das ist, spielt keine Rolle. Nö. Okay, das ist es eigentlich hier, das war es eigentlich schon, was man verstehen sollte oder was man verstehen muss, Inge. Ja. Und das ist immer wieder das Spiel, ich wiederhole das gebetsmühlenhaft. Und du wirst das dann mal merken, die Figuren in einem Raum können das nicht verstehen. Bist du noch dran? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ich sehe dich und höre dich. Dann ist es gut. Geht das Bild einigermaßen in der Ja, Qualität? tipptopp. Ist okay. Weil das jetzt sehr. Ich mache den nochmal ganz, ganz kurz aus. Ist eigentlich, bringt nicht viel. Die eine nur eventuell rein. Warte einen kleinen Moment. Jetzt sagt das, was du sagen wolltest. Ja. Es ist eigentlich bekannt, wenn du, egal mit was, an die Öffentlichkeit gehst. Die Öffentlichkeit kann jetzt auch aus 3 Leuten bestehen, ja? Oder 3000. Dann wirst du immer ein Feedback bekommen, Plus und Minus, weißt du? Und bei diesem Thema, was die Ohrenbarungen angeht, meine ich trotzdem, dass das ein ganz intimer Akt ist, mit dem man nicht rumredet oder versucht, was, wie denkst du darüber oder du, sondern das ist wirklich ein ganz, ganz stiller Akt, den du nur mit dir alleine machen kannst, weil, und dann empfindet man auch, wenn die Heiligkeit, die hinter dem steht, die würdest du, wie man so schön sagt, ja die Perlen vor die Säue werfen. Und eine Bestätigung brauchst du nach einem gewissen Zeit, in Anführungszeichen Zeit, brauchst du keine mehr, weil du kriegst sie in dir selber. Mein Ja? Redninge, ich sage Ja. immer wieder, es ist was Intimes, Ja. alles, was Ohrenbarungen sind und was ich jetzt spreche als Brösel, ist nur für den, der mich ausdenkt und sich die ganze Welt ausdenkt. Das Ja. musst du zuerst, ich erkläre dir jetzt erst einmal, was du bist. Und das, was du jetzt zumindest denken kannst von dir selber, denke, du bist ein träumender Geist. Der Genau. bist du natürlich auch nicht, sondern der, der sich jetzt den ausdenkt. Da sind wir so oft drauf eingegangen. Und die Einseitigkeiten hier. Es geht, sagst du mal, um dein eigenes Wertesystem. Ja. Darum wiederhole ich immer und wiederhole ich, dass ich unterhalte mich nicht mit Gedanken von mir, mit Figuren. Es ist mir ganz wichtig. Es macht keinen Sinn, irgendeiner Figur in deinem Traum was vorzuwerfen. Es sind geistlose Kreaturen, die bestehen in der großen Masse aus Fehlern. Ob ich jetzt diese Einseitigkeit in der Politik nehme, Ja. und die Menschen, die du erschaffst, sind deine persönlichen Figuren in deinem Traum. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Es träumt aber immer derselbe Geist. Ja, klar. Das ist, du musst es mit dem Geisteswungen verstanden haben. Und du machst die Naturgesetze mit deinem Kollektivprogramm. Und dann wirst du merken, wie eng das wird mit der Religion.
Ich verweise nur auf den Fegenstahl-Vortrag, wo ich dann diesen Hospitalismus spreche ich nochmal an. Diese Traditionen, die hier durchgehen, diese Arroganz in den Menschen, wie oft habe ich das schon gesagt? Und solange du noch glaubst, du kannst irgendeinen Gedanken von dir überzeugen, dass er irgendwas macht, wenn du ein Loder was vorwirfst, das oder Bezi, wenn die dann ihre Männerwitze raushauen, das kannst du geistreich sehen, du reagierst. Du reagierst und du sollst der werden, der merkt, wie du reagierst. Und du sollst dann einen Zustand kriegen, wenn dir dann bewusst wird, wie du immer noch reagierst, immer wieder dich über was aufregst, dass du so weit weg bist von dem, wo ich dich hinführe. Du musst mir schon folgen. Gerade wenn du meinst, du hast das intellektuell begriffen, hast du gar nichts verstanden. Das sage ich dir gleich. Es ist, ob das in irgendeiner Form, es geht auch nicht um Vielwisserei. Du hast erst dann verstanden, was du bist, wenn du dich über nichts und niemanden mehr aufregst, weil als träumender Geist bist du ein Adam und der Adam ist nicht bloß der, der träumt, sondern er ist auch alles, was er träumt. Er ist Seher wenig Körper. Das bedeutet Holofeeling. Holofeeling ist eigentlich nur ein anderes Wort für hundertprozentig absolut bewusst ein Adam sein. Der besteht aus dem träumenden Geist und der Traumwelt. So wie das Meer, das immer ist, das den Geist symbolisiert, das weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Und die Wellen, die da auftauchen, die unter dem Baum mit dem Wert verändert sind, ist die ständige Veränderung. Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Es macht keinen Sinn, gegen irgendwas anzukämpfen. Weil du kämpfst immer gegen dich selbst an. Ob du gegen andere Menschen ankämpfst, ob du gegen eine Krankheit ankämpfst, ich sage das immer wieder, gegen Schmerzen ankämpfst, du bist mit irgendetwas nicht einverstanden, du versuchst, irgendeinen systemrelevanten Parameter zu vernichten. Zum Beispiel die Veränderung, wenn du irgendwas am Leben erhalten willst. Du kannst deinen Körper nicht am Leben erhalten. Da kann der Udo tausendmal sagen, du veränderst dich im Laufe dieses Lebens durch einen ständigen Wechsel im Hier und Jetzt von einem Säugling bis zum Greis. Das schreibt übrigens dein momentanes Programm vor. Und wenn du wirklich was verändern willst, musst du das Programm verändern. Du könntest ohne weiteres auf einer höheren Ebene das Programm verändern, dass das nicht mehr passiert, dass du jetzt meinetwegen, was weiß ich, wo du dich wohlgefühlt hast mit 35 oder mit 40 Jahren, was so deine Hochzeit war, dass du dann immer nur diesen Körper des 40-Jährigen hast. Aber du bist trotzdem, du bleibst trotzdem auf der Stelle stehen. Weil du machst dich dann auf alle Ewigkeit so ein Trockennasenaffen. Und ein Trockennasenaffe ist einfach eine dumme Kreatur, auch wenn er sich selber, weil er so programmiert ist, Homo sapiens nennt. Ich sage Ihnen, ich bin du schon, das sind keine, die sind so weit weg von einem vernunftbegabten Menschen, da muss ich zuerst einmal wissen, was ein Mensch ist. Und da muss man zuerst einmal klar sein, ein Mensch ist kein Körper, sondern eine Lebensgeschichte. Aber diese Lebensgeschichte ist ein blauer Mensch, ein Enosch, ein sterblicher Mensch. Wir haben aber noch den roten Menschen, den Adam, von dem wissen die Leute gar nichts, da kennen sie bloß die biblische Figur. Denn seine Frau heißt ja Eva. Das ist so, selbst Pfarrer, wenn du fragst, klingt das gar nicht mit, lese mal dann Vers 26, 27. Die Eva ist da bloß ein Teilbereich, eine Erwähnung. Das Ausgedachte, das Symbol, das aber zurückgeführt wird wieder in den, das sich in den Adam befindet. Das heißt also, wenn ich das mal einfach auch wortwörtlich nach einer deutschen Luther- oder Elberfelder Übersetzung lesen du, dass sich die Eva im Adam befindet. Weil dein Traum befindet sich in dir. Alles, was du dir ausdenkst, ist nicht da, wo du dir das da hindenkst. Du denkst dir das bloß aus der Einheit heraus in die Vielheit, die sich aber in deinem roten Kopf befindet. Und das sind deine Divisionen. Lass dich wirken. Du denkst es nicht aus dem blauen Kopf heraus nach außen, so wie der normale Mensch denkt, sondern aus dieser absoluten Einheit in die Vielheit. Und das ist trotzdem im roten Kopf. Es steht wörtlich, wortwörtlich steht es eigentlich, wenn man es richtig übersetzt hier in den Heiligen Schriften. Zeig mir doch irgendeinen Katholiken, einen Protestanten, einen Zeugen Jehovas, der das weiß. Es sind doch geistlose Schwätzer, die ihre Lehrer nachplappern. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich werfe jetzt nicht zu niemanden, den ich mir ausfordere, dass er so ist, wie ich ihn ausdenke. Und ich werfe dir nicht vor, dir, den du zu sein glaubst, der jetzt vorm Computer sitzt, dass du so bist, wie du bist, weil ich absolut die allumfassende Liebe bin. Ich erkläre dir, dass du das nicht bist, was du zu sein glaubst. Und du wirst es aber bis in alle Ewigkeit mit Problemen sein, bis du zuhörst, was ich dir erkläre, bis du aufhörst, an anderen rumzunörgeln und ständig einseitige Ziele anzustreben. Das ist es doch, dieses ständige, das will ich nicht, so will ich es haben, so will ich es haben. Das ist diese Entgeistigung.
Neugierig waren auf was vollkommen Neues. Weißt du, wenn du das ganze Werk siehst, diese Beispiele, wo ich sage, Menschen sind auch auf was Neues neugierig, das muss aber kompatibel sein mit ihrer kleingeistigen, eigentlich geistlosen Logik. Wenn du bloß blauer Mensch bist. Kleingeistig bist du schon, wenn du ein Geistesfunken bist, der noch an allen möglichen rumnörgelt, unzufrieden ist, Angst hat. Vor was? Wie oft sage ich das? Nimmst du das für voll? Wenn du das für voll nehmen würdest, hättest du keine Probleme. Ich mache dir deine Ängste nicht weg. Du musst jetzt erst ich werden, dann musst du es selber wegmachen. Ja, klar. Und die verschwinden, indem du lernst, einverstanden zu sein. Ja. Indem dir bewusst wirst, was wirklich, wirklich ist, wie ich das sage. Mach dir doch einfach bewusst, was hundertprozentig sicher ist. Soll ich immer wieder sagen, was ist jetzt da, wenn du vor dem Chat sitzt und den Monitor anschaust, was ist denn dann da? Es sind einfach nur Bilder, es sind Worte, da stehen Namen drüber. Und dann fängst du schon wieder an, irgendwann abzusauen, der die Worte da reingeschrieben hat. Du hast nicht einmal die 200 Gramm rote Knete verstanden. Aber so gescheit, was ich doch alles weiß und was mir da passiert ist und das passiert ist, das ist alles ein Ego-Trip, aufgeblasene Hybris bis zum Es geht nicht mehr. Und wenn umso mehr du das erkennst, wirst du den Frieden finden in dir. Ja. Und das ist ein Intimakt, wie du das gerade gesagt hast. Ja. Wir sind ja hier, um uns auszutauschen. Aber letztendlich erlebt es wirklich bloß der eine in den Filmfacetten. Und darum muss immer wieder einer, das ist wie mit der kleinen Seele hier, mit der Vergebung. Der hat Ja. so geschwärmt, dass ihm so gut geht. Das war das schönste Gefühl, wo er je gehabt hat, ist jemandem zu vergeben. Die absolute rot geschriebene Glückseligkeit kriegst du in dem Moment, wo du alle Schuld auf dich nimmst, weil du allen vergibst. Das ist ein Gefühl, das du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Da ist alles, was du in deiner weltlichen Vorstellung von Glücksgefühlen hast, ob das der geilste Sex ist, den man überhaupt erleben kann auf der körperlichen Ebene, ob es der fantastischste LSD-Rausch ist. Es ist ein Nichts gegen das, was rote Glückseligkeit ist. Ja. Es entzieht sich deiner Vorstellbarkeit. Man kann immer wieder bloß feststellen, was ist das, was ich mir zurzeit so als das Größte vorstelle. An Freude. Es ist Pleasure, habe ich immer. Pleasure ist so dieses, das englische Wort Pleasure ist schon, das drückt es so aus, das sind die menschlichen Freuden, sind ein Nichts, was dich noch erwartet. Eine ganz andere Qualität. Aber du musst erst einmal bereit sein, den jetzigen Bereich loszulassen, ohne loszulassen. Mir ist es so wichtig, dass ich sage immer wieder mir, du sollst an deinem Leben nichts verändern wollen. Du sollst nicht einmal verändern wollen, dass du dich über was aufregst. Ja. Weil dann bleibst du ja wieder ein blindes Arschloch. Wenn du jetzt dir das zu Herzen nimmst und du merkst, oh, da reagiere ich wieder, ich rege mich drüber auf, ich halte lieber meinen Mund. Bist du mit dem Aufregen nicht einverstanden? Und das fasse ich Ihnen so ein ganz simples Beispiel, dass ich sage, du kannst jetzt dagegen ankämpfen, dass du dich nicht mehr ärgerst. Du kannst dir das versuchen zu verkneifen, dann bist du aber ein blindes Arschloch. Und ich sage, wenn du jetzt den wirklichen Doppelschritt, eigentlich genau genommen einen Dreierschritt gegangen bist, in die Synthese, du erkennst die Sinnlosigkeit dieser Aktion, musst du dir das nicht mehr abgewöhnen. Du musst aber zuerst der werden, der die Sinnlosigkeit erkennt, die ich mit dieser blinden Adlergeschichte beschreibe. Ja. Und da hören die Leute zu, wenn ich sage, vom ersten Mal hören, ich garantiere, du wirst jetzt chronologisch gedacht 20 bis 25 Jahre brauchen, bis sich das bei dir komplett auflöst. Ja. Ich weise die Leute noch darauf hin. Ja. Und dann schau die Babyschritte, Inge, die Kleinigkeiten. Ich sage, wie du dich über Kleinigkeiten aufregst. Mach dir bewusst, wie du dich über Kleinigkeiten aufregst und wie du noch reagierst und arbeite an diesen Kleinigkeiten, erkenne dort die Sinnlosigkeit. Weil wenn dann wirklich einmal wirklicher Grund auftaucht, mit normaler Logik definiert, wo es dann wirklich Schrecken versetzt oder wo man Angst kriegt, die blasen dich dann nämlich um. Ja, klar. Weil du das zu bequem empfindest, hier die Ja. Kleinigkeiten dir bewusst zu machen. Es geht Einfach. nicht, dass du was verändern sollst. Du sollst dir das bewusst machen, wie viel Mal du am Tag mit irgendeiner Kleinigkeit nicht einverstanden bist. Ja. Und die Freiheit, der Weg in die Freiheit führt über das absolute Einverstandensein. Das ist der Satz, fordert dein Wille geschehe. Und wohlgemerkt, ich bin bloß ein Wegweiser. Ich weise dich nur auf was hin. Mir ist es scheißegal, ob du auf mich hörst oder nicht. Ich habe dein Leben schon durch.
Für mich ist es eine Rückerinnerung, darum bin ich jetzt in dir aufgetaucht. Du kannst es in einer zeitlosen Welt extrem abkürzen, wenn du die Zeitlosigkeit des Ewigen Hier und Jetzt verstanden hast. Du kannst es aber auch bis zum Erbrechen ständig wiederholen, weil du einfach hören willst. So funktioniert das Ganze, Inge. Ja, nicht schlecht, nicht ganz schlecht. Du weißt immer wieder, wo ich es sage, Inge Schmidt. Inge, Ja. du bist alle Dinge, weil du Holofeeling bist. Ja, Denk genau. an unseren Deal, den wir vor vielen Jahren geschlossen haben, wir zwei. Der steht noch. Der steht, hoffe ich, aber schwer. Da Eine bin ich auch. geheime Vereinbarung war das. Ja, genau. Da bin ich auch überzeugt von. Ja. Man tut das Beste, was man tun kann. Und Fehler sind da, um auch in den Fehlern zu erkennen, wo man doch wieder, und das ist auch okay, man muss sich auch lieb haben für das, was man Mist baut, weißt du? Selbstverständlich. Das Das darf nicht in man die wird, die Depression gehen. Lernprozesse, man wird gerade über diese Situationen, wenn der Geist reift am Ende des Lebens, ist man genau über diese Situationen dankbar, dass man die erleben durfte, Eben. die man nicht haben will, wenn man unmittelbar drin steckt. Und die, wo sehr schön, sehr positiv waren, dass das eigentlich die Unwichtigen waren im Leben. Genau. Das stellt man am Ende fest, dass das die Genau. Unwichtigen waren. Und die Wichtigen sind die, die man nicht haben wollte. Genau. Da kommt unser Lieblingssatz, man lebt vorwärts und versteht rückwärts. Genauso ist es, aber da muss man zuerst einmal ein großes Stück Leben gelebt haben, dass man das zu verstehen anfängt. Das ist korrekt, Da kann ich ja. dann immer wieder sagen, wenn ich jetzt jüngere, denke hier meine Geschichte mit Jan immer noch, wo er die Ja. Doldenbücher geschrieben hat, inspiriert als Kugelschreiber, wo ich dann immer zu ihm gesagt habe, Jan, bevor du nicht mindestens 40 bist, dass du das zwar intellektuell alles dir logisch erscheinen, aber verstehen, was ich verstehen nenne, bist du weit davon entfernt. Und was hat der jetzt für einen Prozess jetzt die letzten 2, 3 Jahre, wo er jetzt über die 40 gegangen ist, jetzt wird er zu einem Mann langsam. Ja, absolut, Und ja. sag das einmal hier und ich sage, selbst 40 ist ja, denk doch mal jetzt an eine 40-jährige Inge, was die alles wusste. Wie siehst du die jetzt? Red nicht, da wollen wir gar nicht drüber reden. Nein, Und du warst mit 40 auch nicht dumm. nein, nein, da war schon was da. Normal halt, aber du merkst, das ist dieser Knick, den ich immer sage. Der ist nicht vermittelbar. Er ist einfach nicht vermittelbar. So wenig wie du einen frisch abgenabelten Säugling irgendwie was erklären kannst, wie eine Kaffeemaschine funktioniert. Ja. Oder was über Sex erzählen kannst. Ja. Der Unterschied bleibt immer, wenn der Abstand da ist. Das Problem im normalen Denken ist halt, dass man meint, das Leben ist mit dem Sterben zu Ende, wenn einer stirbt. Du denkst dir schon wieder Figuren aus, die lösen sich ja nicht auf, wenn sie sterben, die lösen sich auf, wenn du sie nicht denkst. Erinnere dich an unseren Calvinismus. Jeder, nicht nur jeder Trockennasenaffe, jeder Gedanke, den du denkst, der wird in dem Moment zerstört, wo du einen neuen Gedanken denkst. Und er geht dahin, wo er herkommt. In dieses Dual, in diese Mitte, in dieses Nichts. Ja. Das ist aber immer wieder das Verstehen. Wenn das verstanden ist, ist eigentlich das große Problem des Lebens schon durch. Obwohl du immer noch oberflächlich betrachtet komplett dasselbe Leben lebst. Aber jetzt wirst du langsam wirklich zu dem bewussten Schauspieler, dass du das Drehbuch, die Rolle, die dir zugewiesen wird, weiterspitzt. Du kannst dich weiter über wen aufregen. Es ist ja ein Intimakt in dir drinnen. Und dann wirst du sehr, sehr schnell die Sinnlosigkeit erkennen und dann kommt der Frieden. Genau Weil so es ist ja läuft. noch ein Unterschied, es ist noch ein großer Unterschied, ob ich mich jetzt innerlich, ich rede jetzt normal menschlich, innerlich nur aufrege oder ob ich das auch noch äußere. Es geht ja um die, die Aufregung oder Ärger äußern, Unzufriedenheit, Einseitigkeiten äußern. Ich rede die ganze Zeit von dem, was in dir abläuft, was bloß du siehst. Du musst es ja nicht einmal äußern, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich verdränge. Ja. Weißt du, ob ich mich jetzt da lautstark drüber äußere, zum Beispiel imaginär in den Chat was reinschreibe, haltet doch endlich euren dummen Mund. Weißt du, das ist immer wieder, wenn ich auf was hinweise, wenn ich jetzt unseren Ron zum Beispiel einen Mechanismus, die Phase, wo er jeden Tag 20 Mal den Chatnamen verändert, ich schmunzel da bloß. Ich spreche das dann irgendwann einmal an. Ich habe ein allereinziges Mal in dem Ron-Programm im Hintergrund habe ich einfach nur auf seiner Adresse habe ich einfach nur ein Smiley mit einem zugeklebten Mund hingemacht. So. Hat aber sofort reagiert. Ja, schau. Man muss manchmal gar nicht viel reden.
Aber das ist halt so eine Sache, und die jetzt auch der BEC, dann fühlt er sich angegriffen. Ich sage immer wieder, für viele, wir haben wieder diese Vielheit. Für viele ist der extrem inspirierend, was er auch ist. Ja, Ich kann absolut. nur sagen, wir reden jetzt rein, was wir jetzt am BEC zusprechen, aber das kommt doch aus dir. Begreif doch, dass es aus dir kommt. Und selbst wenn es ein BEC geben sollte, wenn du nicht an ihn denkst, das bist auch du, das kommt auch aus dir. Ich weise immer darauf hin, das ist sehr, sehr komplex, dass du ein Bücherregal gleichzeitig siehst, weil das nicht mehr darstellbar ist in Form von vergänglichen Erscheinungen, in Form von Unterschieden. Du musst komplett dieses Chat-Denken begriffen haben, was eigentlich schon in dir drin ist. Wenn ich jetzt wieder sage, kannst du lesen und schreiben, und du sagst ja. Musst du dich da irgendwie anstrengen oder was? Es passiert doch schlafwandlerisch im wahrsten Sinne des Wortes. Im Gegenteil, du kannst gar nicht anders, wenn du Schrift siehst, dass das sofort zu dir in Vorstellungen, in Worten wird. Oder die Geräusche, die du jetzt hörst. Es wird sich komplett anders anhören, wenn ich jetzt Chinesisch spreche. Dann wären es wirklich nur Geräusche. Absolut nur Geräusche. Aber es läuft doch jetzt schon ein riesen Verstehen und Erforschungsfeld ab. Das alleine ist ein Wunder, das Wunder der Sprache. Das hat doch nichts mit unartikulierten Tierlauten zu tun. Du wirst doch mal einen Stand kriegen, dass der jetzige Stand der Naturwissenschaft und der Psychologie so unendlich primitiv ist, so wie deine Naturwissenschaften irgendwelche Neandertaler als primitiv ansehen. Von mir aus gesehen ist die Weisen deiner Welt ist eine Schimmelpilzkolonie, glaub es mir. Schimmelpilz, genau nicht. Das ist gut. Ja. Die Das kann sind auch nichts. immer wieder so Stellen, man hat eben, es ist eben Geister, der im Wachsen ist, der eine gewisse Reife hat, oder man ist es nicht. Und wenn du Geist bist, dann kann ich immer wieder jetzt normal gesprochen das Beispiel bringen, dass welche sind, die hören das, die lesen ein paar Sätze und die sagen, boah, das ist es. Die resonieren sofort positiv, ausschließlich positiv auf die Ohrenbohrungen. Und für andere, die lesen genauso plus zwei, drei Sätze und verwerfen es sofort. Wir brauchen ja die zwei Seiten. Ja, genau. Das ist okay. Und ich rede da nicht von gut und schlecht, sondern ich rede von Geist und von Geistlosigkeit. Wellen, Informationen sind prinzipiell geistlos. Ich sage, alles, was zeitlich ist, ist vergänglich und Geist ist ewig. Es gibt nichts, absolut nichts, was in irgendeiner Form als Ding an sich selbst Geist wäre, wenn es in dir auftaucht. Du bist der Geist. Du bist ewig. Der Udo ist es nicht und die Inge ist es nicht. Und der jetzt vom Computer sitzt, ist es auch nicht. Und dann wirst du feststellen, dass hier diese vielen kleinen Beispiele der Fokuspunkte, wo du hast, zu glauben, ich könnte jetzt das so in die Computertechnik reingehen mit Rendering-Technik bei neuen Grafikkarten, wie das funktioniert, dass das echter wird, wärst du komplett überfordert. Aber es sind so Kleinigkeiten, wenn du jetzt bloß über den Computerbildschirm zum Beispiel drüber schaust, den du die ganze Zeit angeglotzt hast. Schau einfach einmal drüber, war das die ganze Zeit da? Schau einfach an die Wand, die hinter dem Computer ist. War der die ganze Zeit da? Dann musst du dir eingestehen, eigentlich nein. Und dann wird dein Programm sofort wieder, aber das habe ich auch erklärt mit dem Brillenbeispiel, hat eine Brille existiert. Man hört es, man kann das sogar überprüfen, hundertprozentig sicher überprüfen, wenn man meine Gedankengänge mitgeht, diese Erklärungen mitgeht. Es ist doch schon wieder vergessen, sobald du wieder unter normalen Menschen bist. Also dich unter normalen Menschen wähnst, als Brösel unter Brösel. Und dann gehen die Brechthaberei und das Ego ist so schlimm, was man alles weiß. Ein Nichts weißt du. Eigentlich schon. Ich wiederhole mich aber nochmal. Wenn du wirklich alles, was jetzt auf der Holofeeling-Seite von der Diana in Büchern drauf ist, alle, ich meine jetzt nicht nur die Hauptwerke, sondern da sind ja von Uwe Krishnamurti einige drauf, dann der Gorsleben, wo ich auf die Runen eingehe, wo ich viele Kommentare reingemacht habe. Wenn du all diese Bücher von hinten bis vorne aufwendig aufsaugen kannst, jede einzelne Stelle, und das sogar verstanden hast, dann habe ich dir in meiner göttlichen Schule beigebracht, auf einer Schieferdorfer Aleph zu zeichnen. Du solltest irgendwann einmal ein bisschen eine Demut üben. So das Ganze. Willst du dich mit mir in der Ewigkeit langweilen, wenn du meinst, du könntest das jetzt schon in einem Leben lernen? Nur das kann man nie. Das ist mir Das ist, aufgefallen, wo mach dich langsam seelisch darauf bereit, dass du ewig da bist. Und das wird dir immer bewusst, umso mehr du begreifst, dass du nicht dieser Körper bist, der du zu sein geglaubt hast. Umso mehr du bereit bist, dein jetziges Programm zu opfern. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, bekommst du ein vollkommen neues Leben von mir. Dein Haar. Was ist das Haar, das einzelne Haar, das du jetzt mein Leben nennst, dein intellektuelles Wissen deiner gesamten Menschheit nenne ich das ja.
Okay. gegen ein ganzes Bücherregal voller Worte. Ein Nichts. Und du meinst hier, was weißt du von dem Wissen deiner Menschheit? Nichts. Jetzt ist das Wissen deiner Menschheit schon ein Nichts, aber was ist dein Wissen im Vergleich zu dem Wissen, das du deiner ganzen Menschheitsgeschichte zusprichst? Auch Vielleicht sagst nichts. du nichts. Es ist nichts, weil ich nichts, nichts bin. Und das ist alles in dir drin. Und du wirst merken, dass es ist kein Akt der Zeit, das zu verstehen. Es wird jetzt passieren. Wenn du anfängst, mit Lichtgeschwindigkeit zu denken. Die Okay. absolute Geschwindigkeit ist zu sein. Ja. Reines Sein. Bewusstsein ist nicht existieren. Dann ist alles hier und jetzt. Ja. Und du kannst es nur hier und jetzt zur Anschauung bringen. Ein Kristall, der in unendlich vielen Facetten, da steckt das Wort Face mit drin, ich nenne das Geistesfunken zu funkeln beginnt. Okay, jetzt lassen wir es gut sein, glaube ich, oder? Ja, war wieder super, super, super. Ich Gut, sage wie wir immer hören wieder Dankeschön, gell? voneinander. Bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Servus.